Ja, Christoph, du sprichst es an. Am Samstag zum ersten Mal wird sie im gelben Trikot der Gesamtweltcup-Führenden laufen. Magdalena, können Sie sich schon vorstellen, was das für ein Erlebnis sein wird? Ja, es wird mit Sicherheit ein schönes Erlebnis sein. Es ist halt besonders schön, weil ich jetzt ganz zum Schluss das gelbe Trikot tragen darf, da wo es halt dann wirklich sich auch entscheidet. Und das Gefühl kenne ich ja schon, wie es ist, mit Rot zu laufen, jetzt gelb nur, also besser geht es eigentlich nicht. Dann kann ich Sie mit einigen Zahlen konfrontieren. Sie sind 9 Punkte vor Andrea Henkel in der unbereinigten Fassung und mit den Streichresultaten 23 Punkte vor Andrea Henkel. Was sagt Ihnen das? Ja, 23 Punkte sind schon ein paar Punkte, aber ich muss sagen, ich selber rechne jetzt eigentlich gar nicht so viel rum. Es sind jetzt noch 2 Wettkämpfe, die möchte ich jetzt nur mal gut rumbringen. Ich habe halt vor dem Wettkampf nicht so ein gutes Gefühl gehabt, habe sogar schon überlegt, ob ich überhaupt laufen soll. Warum? Weil ich halt ein bisschen das Gefühl gehabt habe, ich werde krank, aber es ging dann doch eigentlich ganz gut, auch beim Laufen und werde jetzt dann schauen, dass ich den wettkampffreien Tag morgen nutze, damit ich gesund bleibe und das ist für mich jetzt mal das Wichtigste und dann möchte einfach nur mal gute Wettkämpfe machen. Und dann sind Sie gelaufen, um auch den Sprint-Weltcup natürlich zu gewinnen, den Sie gewonnen haben. Dazu natürlich herzlichen Glückwunsch. War das die Hauptmotivation, dann, dass Sie ins Rennen gegangen sind? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt habe. Sprint-Weltcup, da habe ich erst vor ein paar Tagen im Internet gesehen, dass ich da überhaupt nur auf Gesamtweltcup-Kurs bin. Das wusste ich bis jetzt eigentlich gar nicht so richtig, aber war wirklich gar nicht dran gedacht. Also, ja, man muss sowieso seine Wettkämpfe machen, so gut wie es geht. Und bin natürlich jetzt schon glücklich, dass ich die Kugel mit heimnehmen darf. Sind die Koffer denn groß genug oder ist der Koffer groß genug? Also 2 kleine Kugeln haben Sie schon und möglicherweise ja noch eine große. An die große denke ich noch nicht, dass die 2 kleinen, die mir sicher sind, die... vielleicht muss ich sie im Handgepäck mitnehmen. Wir waren ja nur einkaufen in Oslo. Also ich glaube, mit den Taschen wird es ganz schön knapp. Okay, dann freuen wir uns aufs Wochenende mit Ihnen. Ich mir auch. Aufs gelbe Trikot. Danke Ihnen. Danke auch.